Frau Schulz-Aschel beschwert sich, dass sie nicht genügend Zeit hatte und bei, naja, aber egal. So, und Sie haben gesagt, und das ist auch völlig richtig, dass ein Gesetz im Verfahren verbessert werden soll. Aber was wir hier haben, und ich habe dieses Gesetz wirklich von Anfang an begleitet und beobachtet, Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, mit Aktivisten geredet, mit Leuten, die beatmet werden, ja. Und jetzt seien Sie mal ruhig, weil das ist kein Konflikt hier zwischen den drei demokratischen Oppositionsfraktionen und der SPD. Halten Sie einfach mal die Luft an, sondern ich will jetzt was mit Herrn Spahn klären. Sie haben von Anfang an gewusst, dass es eine Gruppe gibt von beatmeten, dauerhaft beatmeten Patienten, bei denen es auch keine Entwöhnung geben kann, ja, die zu Recht befürchtet hat, weil der erste Entwurf in dieser Frage ganz klar gewesen ist, dass es grundsätzlich die Möglichkeit geben soll, dass der MDK über eine Verlegung in besondere Wohnformen entscheiden können soll. Und jetzt muss man sagen, wir sind 50 Wochen später. Und diese Menschen haben 50 Wochen lang richtig Angst gehabt. Und ihre familiären Strukturen, schon wenn es darum geht, eine Schulbegleitung zu beantragen, das abgelehnt wird, ist das für Familien richtig brutal hart. Ich weiß nicht, Herr Minister, ob Sie sich vorstellen können, was es bedeutet, wenn Familien 50 Wochen lang, Menschen 50 Wochen lang Angst davor haben, in ein Heim verlegt zu werden. Und warum haben Sie, Herr Minister, nicht vorher eingelenkt? Warum haben Sie nicht an der Stelle signalisiert, dass Sie einsehen, dass es gesetzliche Klarheit braucht, um das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung hier klar zu regeln? Warum haben Sie das nicht gemacht, sondern haben diese Leute in Angst gelassen? Und warum haben Sie gestern im Gesundheitsausschuss sinngemäß behauptet, dass für diese Angst die Oppositionsfraktionen zuständig seien, dass wir diese Angst ausgelöst hätten? Warum haben Sie das gesagt, wenn doch im Entwurf klar gewesen ist, dass diese Angst berechtigt gewesen ist? Warum haben Sie dieses Leid verursacht, Herr Minister? Zuerst einmal, soweit ich mich erinnere, waren Sie gar nicht anwesend, aber unabhängig davon, ja, ich finde schon, wenn man hier zitiert, dann sollte man wenigstens dabei gewesen sein, aber unabhängig, ja, unabhängig, waren Sie zugeschaltet dann, Sie waren jedenfalls nicht im Raum, dann entschuldige ich mich, Sie waren jedenfalls, was regt ihr euch denn? Ich habe Sie nicht gesehen. So, Sie waren zugeschaltet, was ich nicht wusste. Wir müssen uns alle offensichtlich daran gewöhnen, dass wir Ausschusssitzungen mittlerweile so machen, dass wir uns nicht mehr alle gegenseitig sehen. Ist doch jetzt gar kein Anlass zur Empörung. So, zum Zweiten habe ich ab dem ersten Entwurf, ich kann mich noch sehr genau erinnern an dem ersten Tag der Debatte, ich habe die nämlich mindestens so intensiv geführt wie Sie, ob Sie es mir glauben oder nicht, und am Ende mit dem gleichen Ziel. Ab dem ersten Tag gesagt, dass das, was Sie gerade wieder unterstellt haben, zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht und unser Ziel gewesen ist und dass wir am Ende eine Gesetzesformulierung finden werden, die genau das sicherstellt. Und genau das habe ich vom ersten Tag an gesagt. Vom ersten Tag an. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wenn ich das als Bundesminister sage und die Koalition das auch sagt vom ersten Tag an, ob es dann richtig ist, jeden Tag aufs Neue entsprechende Äußerungen zu machen. Die Frage stelle ich schon. Die Frage stelle ich schon. Wir haben vom ersten Tag an gesagt, dass wir das nicht wollen und dass wir sicherstellen wollen, dass das nicht passiert. Und wir werden es sicherstellen. Herr Minister, wir haben eine weitere